Der Cruise Mode der Alba Emotion M25. Ich habe ihn ausführlich für euch getestet, was ich so erlebt habe, was ich so für Tipps habe und noch ein bisschen mehr. Emotion halt an. Das gibt's in diesem Video. Nach dem Intro geht's los. Dieses Video wird unterstützt von Alba, euer Partner zu Antriebstechniken für Aktivrollstühle. Ob mit dem Antriebsrad Smooth, dem Zuggerät ePilot, dem Greifreifenantrieb eMotion oder dem eFix. Mit den Alba-Hilfsmitteln seid ihr einfach mobil. Moin Leute und willkommen zu diesem Video. Ich habe jetzt ausführlich den Cruise Mode getestet. Als ersten Test habe ich mir natürlich wieder die Reichweite vorgenommen. Ich habe mir diesmal eine kürzere Strecke ausgesucht. Da es dann hieß, dass im Cruise-Mode die Reichweite nicht so lang ist wie im manuellen Modus. Und ja, ich muss sagen, ich war schon wieder überrascht, weil ich bin eine 18 Kilometer Strecke gefahren. Insgesamt bin ich 19 Kilometer unterwegs gewesen und hatte noch 21% auf dem rechten Reifen Restkapazität, weshalb ich sagen kann, ich wäre locker auf 21, vielleicht sogar 22 Kilometer gekommen und somit an die Reichweite manuellen Modus heran. Zu der Sensorempfindlichkeit kann ich schon mal sagen, dass unterwegs bei 8,5 km/h die Sensoren nicht mehr so ganz astrein funktionieren. Der Motor neigt dazu, schnell einzuschlagen. Wenn gerade Menschen in der Nähe sind, ist das nicht einfach, die Menschen auch einzuschätzen, wenn man dann um sie rumfahren muss. Der eine bleibt auf einmal stehen und dann hat man die Kurve verschätzt und fährt ihn hinten rein. Ist nicht optimal, dementsprechend sollte man das lassen. Oh, Kopfsteinpflaster, juhu. Die Motion halt an. Damit jeder auch weiß, was passiert ist. Ich bin da ins Geländer gefahren, weil ich dank der Spastik nicht mehr greife. Also Kopfsteinpflaster, schnell fahren, keine gute Idee. Der Cruise-Mode ist auf jeden Fall für freie Flächen unschlagbar. Slalomfahrten würde ich jetzt nicht unbedingt damit machen. Im Cruise-Mode ist es Fahren ganz angenehm. Die Frage ist nur, kann man dann auch Slalom fahren oder nicht? Wir werden mal gucken. Ich fange ganz langsam an mit 2,5 km/h. Yay! 3,5. Na, nicht mehr ganz so einfach. 5,5 gleich, ein bisschen Hardcore. Und zack, schon ein vorbei. Und da bremst er. Also im Standardmodus kriege ich den Abstand von 2,5 Metern hin und her bremsen. Zwar mit 3,5 und 2,5 hin, aber dann wird es kritisch, um die Kurven zu kommen. Also machen wir das Ganze mal anders. Ich stelle es sensibler. Jetzt bin ich auf sensibelster Stufe. Wir probieren das Ganze nochmal. 4,5. 4. Fazit vom Test. Fazit vom Test. Slalomfahren geht nur bei ganz langsamen Geschwindigkeiten. Mir ist im Übrigen auch aufgefallen, dass es unterschiedliches Bremsverhalten gibt. Hoppel, hoppel. Und zwar, wenn man lange an den Greifreifen bremst, dann bremst er länger.
Haut man nur einmal dagegen, geht er in die Notbremsung und bremst ziemlich abrupt. Finde ich ein gutes Feature, habe ich aber auch jetzt durch die Praxiserfahrung herausgefunden. Müsst ihr auf jeden Fall mal probieren. Natürlich habe ich auch das Bergaufverhalten mal geprüft. Im Cruise-Modus ist es auf alle Fälle gut. Ich habe es sogar schon im Garten benutzt, wo ich einfach nur mal für einen kurzen Moment den Cruise-Mode angemacht habe, um so eine kleine leichte Erhöhung hochzukommen, wo ich im manuellen Modus überhaupt nicht mehr hochkam. Ich hatte mich auch unterhalten mit jemandem, der sagte so, dass seine Emotions bei einer längeren Bergauffahrt, wo es am Ende dann auch noch steiler wurde, schon mal ausgegangen sind. Fand ich in dem Moment nicht so prickelnd, weshalb ich das auch unbedingt noch mal testen musste für mich. Ich bin dafür dann auch zum drittgrößten Bergerhebung hier in Hamburg gefahren, zum Vaseberg mit der steilsten Steigung, 15%. Ich habe es wie erwartet nicht geschafft, da hochzukommen, aber ich habe doch schon so einige Prozente mitnehmen können. Komplett ausrechnen konnte ich es nicht. Ich habe nur dabei festgestellt, dass man, wenn man genau hinspürt, man merkt, wenn der Emotion in seine Leistungsgrenze stößt. Also er wird langsamer berghoch, obwohl die Geschwindigkeit gehalten werden soll. Und das fängt auch an, so langsam, so leicht zu ruckeln. Wenn ihr sowas merkt, müsst ihr rausgehen. Das wird nämlich dann nichts. Problematisch bei einer Abschaltung der Emotions ist dann nämlich, dass ihr da notfalls vielleicht bergrückwärts runterrollt und das ist nicht Sinn der Sache. Dementsprechend achtet auf jeden Fall darauf, dass wenn ihr an der Steigung kommt, wo es dann vielleicht noch mal ein bisschen steiler werden sollte, was euch die Emotions mitteilen, weil bevor denen die Puste ausgeht, kann man das mitbekommen, sofern man darauf achtet. Wenn man da nicht drauf achtet, dann kann man es auch nicht mitbekommen. Ansonsten bergauf vollstens mit zufrieden. Die Steuerung funktioniert wunderbar. Er macht das, was er soll. Wenn ihr links antippt, dann fährt er nach links. Wenn ihr rechts antippt, fährt er nach rechts. Anders wiederum sieht es aus, wenn ihr bergab fahrt. Da musste ich erstaunlicherweise feststellen, wenn man lange auf der einen Seite, in die man möchte, den Greifreifen festhält, fährt er komischerweise irgendwie dann doch in die andere Richtung. Wenn ihr das nur kurz macht, schlägt er dann doch die Richtung gerne mal ein. Es gibt aber auch Momente, wo er das nicht will und dann müsst ihr das nochmal machen. Weshalb ich persönlich, ehrlich gesagt, bergab den Cruise-Mode gar nicht nutze. Alba gibt auch explizit in der Gebrauchsanweisung Hinweise zur Nutzung, worauf man achten sollte im Cruise-Mode. Denn der Cruise-Mode ist kein Automatikmodus. Er hält lediglich die Geschwindigkeit und hat so seine Probleme, worauf Alba nochmal hinweist. Ich selbst habe zum Beispiel beim Reichweitentest des Cruise-Modes auch auf einer Straße am Deich den benutzt, obwohl in der Bedienungsanleitung drin steht, dass Alba dafür keine Haftung übernimmt und man das sein lassen sollte. Ist auch ganz wichtig, weil manchmal läuft das halt mit der Sensorik nicht ganz so gut, weshalb man gerne mal einen Schlenker macht und dann auf der Straße landen kann oder in den Graben. Ist aber auch links und rechts. Ja, so ein bisschen links, ein bisschen rechts. Das soll man natürlich nicht und möchte auch keiner mit Absicht. Dementsprechend sollte man die Gefahrenhinweise auf jeden Fall für voll nehmen. Denn es ist manchmal schneller passiert als getan und wie ihr auf diesem Videomaterial jetzt sehen könnt, hätte ich da beinahe vielleicht auch mal ein Auto mitgenommen. Ich bin die Strecke auch nur am Deich gefahren, weil das die einzige Strecke war, die eine akzeptable Reichweite hatte, wo ich einen Mittelpunkt hatte und dann auch wieder kehrt machen konnte, um zurückzufahren. Also quasi alles nur für diesen Test. Ansonsten wäre ich dort nicht im Automatikmodus gefahren.
denn ich bin mir dieser Gefahr bewusst gewesen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es hat euch ein paar Tipps gegeben, worauf ihr achten solltet mit dem Cruise Mode. Schreibt mir gerne eure Erfahrungen in die Kommentare, so dass die Community auch was davon hat. Und ja, egal was ihr noch sonstige Fragen für die Emotions habt, auch die sind in der Frage gerne willkommen, weil da kommen noch zwei Videos zum Thema Emotions. Und ja, ich sag mal so, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. In diesem Sinne, ich roll jetzt noch ein bisschen meinem E-Rolli hinterher und ja, genießt den Tag. Bis dann. Cheerio. Attacke jetzt! Yay! Dum-dum-dum-dum-dum-dum Bonanza! Dum-dum-dum-dum. Ja, ja, ich bin eh schneller. Das kannst. Oh! Das habe ich ganz vergessen. Wisst ihr, was auch noch geil ist? Am Cruise Mode und der Alba Emotion App. Man ist schneller als ein stinknormaler E-Rolli. Ich überhole jetzt meinen. Wow!